So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit. Die Fähigkeitsherausforderung in Vorbereitung auf das GoFest 2020 hat begonnen. Das erste, was ich sehe, hier sitzt ein Dusselgur und Dusselgur kann ab jetzt auch shiny sein. Also schön die Augen aufmachen wegen Dusselgur und die ganze Nearby-Liste ist einfach voll mit dieser komischen blauen Ente. Die müssen wir auch jagen, aber nicht nur die, sondern auch dieses fliegende Pikachu. Ihr seht, das hängt einfach an Ballons in der Luft rum, kann sich nicht wehren. Da müsst ihr hin und drauf knallen. Außerdem gibt es jetzt auch Ho-Oh in den Raids, in den 5er Raids, wieder mal, aber auch als Shiny. Das werden wir uns auch holen. Und die ersten Aufgaben sind: fange 20 Pokémon, lande 5 gute Würfe, verwende 5 Bären beim Fangen von Pokémon. Wir holen uns jetzt aber erstmal so eine komische blaue Ente und melden uns dann gleich zurück. So, wir melden uns zurück mit einem dicken, fetten Schwalboss. Da können wir ruhig auch mal eine gelbe Beere drauf geben und einen gelben Ball dazu. Vielleicht schaffen wir ja hier den guten Wurf. Beeren müssen wir ja sowieso auch füttern. Ist sogar direkt großartig und hier müsste auch gleich die Ente sitzen an der Stadtmauer. Der ist erstmal drin. Wunderbar. Schade, dass die ganzen Schatten dann weg sind und man die Ente dann nicht mehr sieht in der Nearby-Liste. Hier sitzt eine, ist das eine? Genau. Picolende heißt sie nämlich. Nehmen wir auch gleich mal mit gelber Beere. Kann man ja, glaube ich, weiterentwickeln. Wenn nicht, würde mich das jetzt sehr enttäuschen. Und das, Alter, wie ruckelt das denn auf einmal? Wir hauen mal auf die Ente drauf, nehmen die mit, Pokédex-Eintrag mit Picolende. Gönnt euch die, gönnt euch eine 100er, gönnt euch das Shiny Pikachu, gönnt euch das Shiny Dusselgur. Braucht ihr eigentlich für Faser Noob, für männlich und weiblich, 2 verschiedene, also bräuchtet ihr insgesamt 4. Das ist ja gar nichts, also gut, das können wir gleich wieder wegschicken. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel braucht das für die Entwicklung? Auch 50, die werden wir heute bestimmt noch zusammenkriegen. Jetzt zeigt es mir wenigstens auch Pikachus an. Das Näheste ist hier drüben. Da können wir ja da mal als nächstes hinlaufen und machen noch ein paar Würfe nebenbei. Wie gesagt, 5 Bären füttern. Damit lasse ich mir Zeit. Die mache ich dann am Stück. Na gut, jetzt eben habe ich auch schon Bären gefüttert. Egal. Und gönnt euch Dusselgur. Ihr braucht mindestens 4 Stück, wenn ihr die Familie vollständig haben wollt. Denn zwischen männlichem und weiblichem Fasernoob gibt es gravierende Unterschiede. Gut, das Pikachu scheint weg zu sein, es wird auf jeden Fall nicht mehr angezeigt. Die anderen sind einfach 10 Kilometer weg, also alles etwas verstreut in der Stadt. Habe ich mir anders vorgestellt, ich dachte, die sitzen wieder an jeder Ecke. Wir können aber erstmal die nächste blaue Ente mitnehmen. Können vielleicht trotzdem erstmal das mit den Bären voll machen. Habe ich natürlich jetzt leider nicht getroffen für den guten Wurf. Ist aber kein Problem, 3 von 5 Bären haben wir. Fange 20 Pokémon, nehmen wir hier nämlich gleich noch das Owei mit. Nehmen wir mal eine Himbeere, wir wollen ja nicht die ganzen gelben verschwenden. Die braucht man nämlich noch. Und mit einer Hand lässt sich's bekanntlich sehr gut werfen. Am besten wäre es, man stellt euch einfach irgendwo ab, irgendwo hin, aber ich mache das jetzt einfach so. So, die nächsten, da müsste wenigstens der für Fange Pokémon und für die Beere zählen, 4 von 5. Nehmen wir hier noch eins von den Yanmas mit. Könnte auch shiny sein. Owei könnte auch shiny sein. Wablu könnte auch shiny sein. Ihr seht, fast alles, was rumsitzt mittlerweile auf der Karte, kann shiny sein. Das ist eben das Gute, wer jetzt erst anfängt mit Pokémon Go spielen, der wird eigentlich mehr überrascht als Leute, die von Anfang an dabei sind. Aber die haben ja sowieso gespielt vor lauter Hype. Ich müsste mich trotzdem mal anstrengen, dass ich immer in den Kreis reinwerfe, weil sonst wird es nie was mit den 5 guten Würfen. Und wir müssen trotzdem noch ein Pikachu fangen. Ein Pikachu direkt auf die Kamera draufhauen. So. 5 gute Würfe, einen braucht man noch. Wir werden noch einen hinkriegen. Komm, wir probieren es mal beim Wablu. Zur Not. Das müsste so gehen. Zack, großartig, da ist er. Der 5. gute Wurf auf jeden Fall. Wir suchen jetzt noch einen Pikachu, fangen noch ein paar Pokémon und melden uns dann zurück, wenn wir die letzten 3 oder irgendwas haben.
So, wie ihr seht, haben wir hier auch ein wildes Bisasam. In der Wildnis, wild in der Wildnis. Wenn mich nicht alles täuscht, waren die nicht letztens nur in Eiern und in Raids. Und die gab es gar nicht wild, jetzt gibt es sie wild. Können natürlich auch shiny sein, also wer die letztes Mal schon bekommen hat, gute Sache. Hier ist jetzt auch ein Pikachu. Digga, was hat das denn für einen komischen blauen Kreisel da um sich rum? Sieht auf jeden Fall lustig aus. Mit den Luftballons, die schön bunt sind, wie es einfach da hängen, die Füßchen nach unten raushängen. Da will ich unbedingt einen Shiny haben. Mal gucken, vielleicht wenn wir mehrere bekommen, vielleicht können wir wieder eins verlosen. Pikachu ist ja eigentlich das Verlosungs-Pokémon Number One, weil eigentlich schon jeder einen Shiny Pikachu haben müsste. Gehe ich immer von aus, ist meistens nicht so. Aber egal, wir bewerten das auch mal. Hat leider schlechte IV. Aber wir haben noch, da sitzt noch eins. Ist gar nicht so weit weg. Wir laufen mal zum zweiten hin und nehmen das auch noch mit. So, das Pikachu saß eigentlich hier hinten. So wie es aussieht, ist es auch nicht mehr da. Vielleicht kommt es aber gleich wieder. War ja bei dem anderen auch so. Stand auch, das Pokémon ist geflohen. Dann bin ich weggelaufen. Und obwohl ich immer weiter weggelaufen bin, stand es plötzlich auch wieder in der Nearby-Liste. So schnell bin ich also nicht gelaufen, dass das eigentlich hätte so normal passieren können. Wir nehmen das hier aber mal mit, haben jetzt 18. Nehmen mal das Dusselgur mit. Wie gesagt, Shiny Chance. Dann brauchen wir eigentlich nur noch eins. Dann haben wir die 20 Stück auch voll. Ach, die Gerbergasse, da wären Erinnerungen wach. Was haben wir hier früher rumgehaust, ne? Hat mal ein Kollege hier gewohnt. Aber das Pikachu scheint trotzdem weg zu sein. Was nehmen wir mit hier? Tuska, Indivier. Nehmen natürlich einen Taubsi mit, ganz klassisch. Einfach normaler Ball, muss reichen und es leckt schon wieder wie Sau. Hier höre ich auch einen Brunnen oder irgendwas. Hinter dieser Hecke verbirgt sich ein Brunnen. Wir könnten jetzt die Aufgaben eigentlich einlösen, weil Pikachu ist eh nicht mehr da. Das war auf jeden Fall der Stop, an dem es gesessen hätte. Außerdem warte ich noch auf Ho-Oh. Aber ich glaube, da mache ich ein extra Video, dass man da sieht, wie da die Raid-Konda, was für Pokémon man nimmt, Gestein. Und ob wir einen Shiny bekommen oder auch nicht. Dann nehmen wir hier die Belohnungen einfach mit. Sternstaub, 10 Bälle, 5 Beeren und einmal, nochmal die Kapitelbelohnung, 100 Erfahrungspunkte. Eine goldene Himbeere, richtig brutal, also da bin ich ja komplett überfordert. Wo soll ich das denn alles hinpacken? 10 Superbälle. Ist also abgeschlossen. Dann geh dann weiter im nächsten Kapitel. 30 Pokémon, 10 großartige Würfe, verschicke 20 Pokémon. Also die Aufgaben werden ja immer schlimmer. Jetzt müsst ihr keine Bären füttern, sondern Pokémon verschicken. Das aber im Kapitel 2. Und wir machen das trotzdem wieder getrennt. Damit ich nicht so viel länger habe, weil ich das immer so ausführlich mache. Also bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.